wenn das Wochenende findet am Wörthersee der kulturelle Höhepunkt der österreichischen Tourismus-Saison statt, dann habe ich mir gedacht, lass ich meine Kühe mal alleine haben, dann reite ich mal auf den Wörthersee. Mal schauen, ob sie was Gescheites da haben. Ne? Ich mein, bist du ein GT-Fahrer? Nein, leider nicht. Nicht? Polo-Fahrer. Polo? Ja, ja, no. No, du kannst dich aufrüsten auf einen GT, ein bisschen aufbiegen länger. Ne? Und du hast auch einen GT? Nein. Wieso nicht? Weil ich nur einen Golf habe. Der Golf ist ein GTI, oder? Nein, es ist kein GTI. Gut, sie hat einen Golf, wo es kein GTI ist. Ja. Warum auch immer, gell? Ja, weil ich mir nicht leisten kann. Dann kauf dir einen Traktor, der ist ein billiger. Habe ich auch daheim. Ist der auch aufgemutzt, der Traktor? Nein. Kein GTI und auch nicht aufgemutzt. Ich frage mich, was tut diese Dame am Wörthersee treffen? Und darfst du auch, sagen wir mal, an dein Haar zu fahren? Eher nicht. Eher nicht. Nein. Was ist, wenn du bei einem Preis einschreiben an asiatischen Hybridmotorauto gewinnst? Darfst du mit sowas zum GT-Treffen fahren? Nein, eher zum Schrottplatz. Was komme ich mit meinem Traktor an? Hey. Ich muss sagen, ich habe seine Stürme angezündet und hat es nicht so gestunken wie da jetzt an. So, das ist der Florent. Grüß dich, Florent. Wie gefällt es dir denn da bei uns in Kärnten? Erzähl mir ein bisschen. Je suis Florent, je viens de Belgique. Je représente le Full Concept Car. Ja, der Florent hat gesagt, es führt ihn gut, er ist von Belgien, hat sich da extra angegradelt, sind sie nach Kärnten. Er fährt bloß dort sein ganze Wochenende, sein ganzen Lohn, was er die ganzen Jahre verdient hat, gell. Hat einen Haufen Geld reingeblasen in seine Autos, hat einen Mutz investiert, gell. Und jetzt schießt er sich 3-4 Tage nieder, da voll überisch, gell. Aber voll auf Niveau, nicht? Und ein bisschen, wird ein bisschen Gaudi machen, gell. Und er hat gesagt, er kommt gern wieder an zu uns, weil er ist einfach ein wunderschönes Land in Kärnten, gell. Thank you. Yeah, I thank you to you. Very, very nice. Thank you. Ich habe immer gedacht, mein Humor ist tief. Dabei ist das Auto noch tiefer. Sag mal das Auto her, was hast du da was? Golf 6 GTI, Baujahr 2012. Ah, kann man den als Pflug auch verwenden sozusagen? Ja, auf jeden Fall. Auch Winterdienst. Winterdienst? Ja, wir hatten ja ein bisschen Schnee hier, weißt ja. Hast du Winterreifen oben? Das ist ein Winterreifen. Wie viel Geld hast du reingesteckt in dieses Auto? Ca. 15.000 Euro. Nicht mehr? Nee. 15.000 Euro? Reicht. Kriegst du nicht mehr einen gescheiten Traktor damit. Frank, was sagst du zum aktuellen Milchpreis? Zum was? Zum Milchpreis? Ja. Zu teuer. Hey, Moment, nein, das war jetzt falsch. Ne? Eigentlich also, müsstest du sagen, die Bauern kriegen zu wenig, musst du sagen. Sag einmal das. So, sag, die Bauern kriegen zu wenig für die Milch. Die Bauern kriegen zu wenig für die Milch. Super, der Frank hat's gecheckt, gell? Ja, das passiert halt, wenn es dann VW zu heiß wascht, ne? Was bist du denn? Man muss sagen, das ist eine geile Kiste, hast du. Habitäre, hast du. Schau, das ist ein Auto, wo du sagst, den kannst du landwirtschaftlich auch nutzen, ha? Servus, ich bin der Hans, was bist du für einer? Habitäre, ich bin der Alex. Bist du mit dem Viecher für einen auch? Für alle. Fährst du auf die Versteigerung auch mit dem Auto? Alle. Das ist eine lässige Kiste, muss ich schon sagen. Hey, und erzähl mir, Alex, seit wann bist du schon da überhaupt? Wir sind seit Donnerstag voriger Woche herunten. Was heute ist mit? Das ist eine Woche. Ja. Bist du so lange da? Ja, ein bisschen Auto schauen nicht. Bist du daheim gearbeitet oder bist du eine Woche auf dem Wörter, dass du immer flacken kannst? Da? Für das gibt es einen Urlaub, ne? Ach so, ja, meinetwegen, ja. Und wie lange bist du noch da? Am Donnerstag haben wir wieder ab. Wenn die Sauferei angeht, haben wir wieder ab. Was ist das? Bist du nichts mehr für Saufen oder was? Nein, ist ja nicht, dass ich mal raus. Sagen diese GTIler, nichts mehr mit dem Saufen in Sinn. Ein komischer, langweiliger Hund, das muss man schon sagen. Ne? So, bin ich fertig mit meiner Rundschau da unten auf dem GT-Treffen. Jetzt fahre ich wieder heim. Muss sagen, grüßt euch sehr ganz nett. Man, die GT-Fahrer sind ein bisschen geschrackig, wenn du mit dem Schlägel zum Auto zukommst. Aber sonst, im Großen und Ganzen, alles liebe Leute. Gell? Na, eigentlich, muss ich sagen, es geht fast ruhiger zu, als bei der Rinderschau. Gell? Aber jetzt fahre ich heim. Vierdenk.